Kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film. Diesem Gefängnisfilm. Wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild. Es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Ja, ich bin da. Oh nee, schnell weg hier. Hallo und herzlich willkommen zu Control. Ich bin ein bisschen von diesem Intro überrascht. Das kam jetzt dann doch horrormäßiger vor, als ich es erwartet hätte. Ich spiele das ja. Oha, das fällt mir jetzt erst auf. Ich spiele das alles blind. Das heißt, ich habe eine Augenbinde an. Und kann nicht sehen. Nee, ich habe mir nichts zu dem Spiel angeguckt. Außer damals, als es die ersten Trailer gab. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ich weiß, dass es viel mit Raytracing spielt und echt gut aussieht. Und flach finde ich hier auch nichts. Grüße gehen raus, Joel. Okay. Ich kann nicht mal sagen, was für ein genaues Genre dieses Spiel ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt hier in diesem Federal Bureau of Control sind. Aber hier ist keiner. Upsala. Okay. Da spiegeln wir uns. Ja, dieser Herr, der war ja eben schon zu sehen. Und das sieht irgendwie krass aus. Ich weiß nicht warum. Das hat irgendwie was. Naja. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ach, guck mal hier. Wir sollen jetzt hier durchlaufen. Ja, genau. Piep, piep. Xbox-Controller. Erinnerung, verbotene Gegenstände. Diese Taste. Ja. Sammelobjekte. Schriftverkehr.
Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Die jüngsten Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Waffen, Pager, Laptops, smarte Uhren, smarte Phone. Smarte Phone. Smarte Spielgeräte. Alles andere smarte. Bleistifte. HB. Alle Objekte, die als ikonische Repräsentation eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel Gummienten und Ketchupflaschen, Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobby-Mitarbeiter gegen diese Richtlinien verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten. Ah, ich hätte nochmal ranzoomen können. Okay. Was ist das hier? Keine Sammelobjekte. Achso, wir haben nichts von den Akten und so weiter, okay. Keine Mission, Gegenstände haben wir auch keine, Ausrüstung haben wir auch keine, aber es gibt Waffen, wie ich sehe. Okay. So, hier ist auch keiner. Aber da können wir scheinbar reingehen. Hallo, da bin ich. Tag. Was? Internal Lockdown in Effect. Building Lockdown in Effect. Multi-Containment Breaches detected. Oh, okay. Irgendwas scheint hier auf jeden Fall los zu sein. Ich mach mal, glaube ich, die Musik ein bisschen leiser. Generell so ein bisschen mal hier anpassen. Oh, wobei die Stimme ging eigentlich. So. Hier war jetzt aber erstmal nichts für uns. Oder? Sieht nicht danach aus. Gehen wir mal die Treppe hoch. Hier hatte ich bei der Probeaufnahme übrigens die ganze Zeit Probleme mit OBS. Ich hoffe mal, das hat sich jetzt erledigt. Okay. Ist tatsächlich ein bisschen einfacher gerade, oder angenehmer besser gesagt, mit Controller zu spielen. Das war vorhin mit Maustastatur ein bisschen... Dieses Siegel. Lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ich sehe es in meinen Träumen. Du siehst es in deinen Träumen. Okay. Naja, mit Controller ist auf jeden Fall angenehmer, sowas zu spielen. Ausgaben der Behörde. Okay. Ausgabenüberblick. Personal, Überwachung. Ausgegraut, Daten drin, Bau, Nebenausgaben, Büro, Hausmeisterkosten. Okay. Was ist da zensiert worden? Ach, von dem Herr Direktor in Auftrag gegeben. So, so. Was ist das hier? Steht da? Urgent Messages. Ach, das ist so ein, ja, hier werden Briefe und so innerhalb der Abteilung verschickt. Rumgeschossen. Gibt es tatsächlich in Köln bei der IHK auch. Der Fernseher ist an, aber da läuft nichts. Kann man nicht mal eben Pokémon gucken oder so. Siegschilder. Head of Research, Dr. Kaspar Darling. Oh. Herr Darling. Das ist ein richtig unheimliches Bild irgendwie. Das ist. Ist das der Hausmeister? Our. Ups. Bourreur. At work. Und hier haben wir den Chef. Zaria Trench, ne? Direktor. So. Gehen wir mal hier lang. Ach, das Klo. Uiuiui. Damen und Herren zusammen, oder was? Huch. Ja. Wow, wobei. Könnte doch vielleicht ein bisschen sauberer sein. Und es gibt keinen Spiegel hier. Okay. Was stand denn da? Stand da? Ah ja, guck mal, für beide Geschlechter. Beziehungsweise von zwei, für zwei Geschlechter. Das Federal ist, Bureau of Control. Jahrelang habe ich dich gesucht.
Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen. Wir wollen natürlich die ganzen anderen Geschlechter nicht vergessen. Ich zähle sie jetzt mal nicht auf, aber ich denke an euch. So. Ah, guck mal. Man kann alles lesen. Das heißt, das ist wichtig vielleicht? Remember to wash your hands. Eieiei. Die haben es gewusst mit Corona. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel... Also, ist das Spiel vor Corona rausgekommen? Müsste ich mich mal informieren. Okay. Keine Hunde. Schmutz. Okay. War hier noch irgendwas Wichtiges? Ne. Wir haben auf jeden Fall eine Geschichte hier. Wir sind hier nicht ganz neu, wie es aussieht. Ups. Oh, okay. Hier ist... unter dem Wasser... Feuer... Dings, ne? ist eine Pfütze. Okay. Watch your step. Hier gibt es Brezeln, Pistazien, Potato-Chips und vieles mehr. Ach, guck mal, wir können hier rein. Ach, guck mal, da hinten können wir auch wieder was gucken. Sicherheitsanordnung. Achtung an alle Mitarbeiter. Ein Hai in seinem, obwohl sichere, Genehmigung zum nach einfachem Protokoll erschießen? Okay. Sie wollen also ein Hai erschießen. Ich hab's gelöst. Sonst ist hier aber nichts. Oh, es wird ein bisschen dunkler. Und da ist gerade ein Licht. Oder entwischt er. Junge, ist das ein Horrorspiel? Junge, ich krieg Gänsehaut. Ich gehe doch jetzt nicht zu diesem Typen, der auf dem Foto genauso aussieht wie da, wie er jetzt gerade wischt. Erinnerung, R4-Berichte. Oh, lesen. Hallo. Wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4.E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie kein R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, dass R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuches für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten für Ihre R4 abteilungsübergreifende Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bitte den entsprechenden Abteilungsleiter Dr. Darling, Mrs. Marshall, Mr. Salvador oder Mr. Kirklund. Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben, also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, Ihr Team von der Verwaltung. Zum Glück habe ich mich über Verwaltung nicht verlesen. Okay. Junge, das... Junge, wenn der mich gleich erschreckt, ne? Hallo? Ich höre deine Musik. Wir lassen ihn besser in Ruhe. Okay, ein Cowboy. Howdy, Partner. Junge, halt dein Maul. Okay, ich geh jetzt zu dem, damit er die Schnauze hält. Hey, Entschuldigung. Jumpscare. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich hab dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen...
Es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Ja. Warte mal, die spricht mit uns? Wait. Bin ich verwirrt? Ist das Absicht? Warte mal. Klo, check. Die Tür ist auch noch offen. Bin ich gerade einfach... Bin... Liegt das an mir? Junge, das spielt mit mir. Ist das ein Horrorspiel? Oh, es tut mir sehr leid, Hausmeister. Oh, wie kann ich nur? Ich bin so ein Tölpel. Okay. Wie es weitergeht, erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Ich muss jetzt alles hier checken, ob das alles mit der Aufnahme geklappt hat. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt und hab Angst, dass es wieder ein Horrorspiel wird, wobei Resident Evil ganz angenehm war. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.